Wunderschöne Strände, traumhaftes Wetter und das nur maximal 2,5 Flugstunden entfernt. Mallorca hat nichts von seinem Reiz für deutsche Urlauber verloren und mehr zu bieten als nur Hotelburgen. Mehrere tausend offizielle Ferienwohnungen und Häuser für den perfekten Sommerurlaub mit Familie und Freunden stehen zur Wahl. Es gibt doch ein Leben jenseits der Pauschalburgen, oder? Es müssen nicht immer Sternehotels sein. Wie wär's denn mal mit so einer promiartigen Luxusvilla? Kann ich mir nicht leisten, das glauben Sie nur. Kann man sich schon leisten, wenn man zu mehreren ist. Vielleicht 2, 3 Familien mit Kindern zusammen und dann so richtig mit mehreren Schlafzimmern, einem schönen Pool, einer tollen Aussicht, vielleicht sogar Meerblick. Das gibt es alles zum Mieten hier auf Mallorca zu Preisen, die durchaus realistisch sind. Wenn diese Villen denn dann existieren. Einen großen Fehler haben einige meiner Zuschauer aus der Oberpfalz gemacht. Die waren gleich zu 10 und haben für großes Geld einige Tage so eine Luxusvilla gebucht und sind böse reingefallen. Wenn der Urlaub verkorkst ist, beginnt unsere Arbeit oft bei unseren Zuschauern daheim. Diesmal fahre ich nach Deining in der Oberpfalz. Ein Team von Pflegekräften wollte sich nach den anstrengenden Corona-Jahren eine gemeinsame Auszeit gönnen. In einem Ferienhaus mit Platz für die ganze Mannschaft. In 10 Tagen hätte es losgehen sollen. Wir wollten als Team zusammen ein paar Tage Urlaub machen. Schön. Ja, nach der Anstrengung einfach mal zusammen relaxen und Pause machen. Einfach nur Pause. Nichts hören, nichts sehen. Und das hätte man ja ganz hervorragend machen können an diesem Ort. Schauen Sie mal. Eine prächtige Villa mit Pool sollte es für das 10-köpfige Pflegeteam sein. Einmal von den Pandemiestrapazen erholen. Und das kostet dann für die 3 Nächte wie viel? Das war insgesamt 3.000. 3.000 Euro. So, jetzt muss man es aber natürlich in Relation setzen. Ihr seid oder werdet zu 10. 3.000 durch 10 sind 300. Da kommt man schon, da liegt man schon unter dem normalen Hotelzimmerpreis auf Mallorca. Also ehrlicherweise ist ja ein Schnäppchen. Toll. Ja. Die Webseite sieht seriös aus und der Mietvertrag wirkt ordentlich. Kein Grund, dort nicht zu buchen. Dennoch, die Reise der Gruppe ist jetzt in Gefahr. Ich habe noch ein bisschen weiter geguckt, weil ich wollte mehr Bilder sehen und mich mit Vorfreude einstimmen. Ich habe dann festgestellt, dass die Villa zum Verkauf angeboten wird. Ja, kann ja trotzdem vermietet werden vorher. Genau, ich habe dann aber die Aufmachung der Seite gesehen und dann weiter gegoogelt. Und dann wurde vor diesen Seiten gewarnt. Mit diesem Slogan obendrauf, in dieser Schriftart. Und ja, dann sind wir stutzig geworden. Und das war vor der Überweisung? Nein, das war danach. Die Vermieter sind plötzlich nicht mehr zu erreichen. Die Pfleger haben Sorge, dass ihr hart erarbeitetes Geld weg ist. 3.000 Euro, ja, um es noch mal zu sagen, sind da reingeschmissen worden in die Kasse. Die Flüge sind auch gebucht gewesen. Die Flüge bezahlt? Waren auch, ja. Villa bezahlt. Villa gibt's nicht, Flug schon. Automiete auch. Ja, das Mietauto, das war alles geregelt eigentlich. Das sind ja mehr als 3.000 Euro, die insgesamt zusammenkommen. Ja. So, wir wissen, was sich die Pflegekräfte in ganz Deutschland wirklich abverlangen jeden Tag. Und wie teilweise doch, ich sag mal, karg sie bezahlt werden für die tolle Arbeit, die sie machen. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich mit 3.000 Euro hier ankomme. Aber wenigstens müssen wir schauen, dass ihr die letzten Opfer dieses Anbieters wart. Die Bankdaten mal zu uns noch mal, Kontoauszug, was auch immer es da gibt. Alle Hinweise sind für uns wichtig, um möglicherweise auch mit der Bank zu sprechen. Dann habt ihr eine Anzeige gemacht bei der Polizei? Ja. In Deutschland? Ja. In Spanien auch? Ja. Spanien haben wir auch. In Spanien auch schon eine. Auch die bräuchten wir, weil die ist sehr wichtig, diese Anzeige. Mhm. Für mich geht's nach Mallorca. Ich melde mich bei euch. Versprochen. Okay, ja, bis dann. Alles danke. Gute hier für die Arbeit. Ciao. Tschüss, alles Gute. Danke. Auf Mallorca werde ich versuchen, mehr über diesen mutmaßlichen Betrugsfall herauszufinden. Dort angekommen bin ich mit meiner Kollegin Leonie verabredet. Sie hat bereits erste Kontakte geknüpft und sich auch die Buchungsseite näher angesehen. Was hast du schon rausgefunden? Das ist jetzt hier? Das ist die Seite, über die unsere Opfer gebucht haben. Die ist noch online? Die ist noch online. Holiday Mallorca Villas, also ganz genau holiday-mallorcavillas.com. Unverdächtige Seite, erst recht von der Aufmachung. Ich meine, schauen Sie mal an, wie schick das aussieht.
Die ganzen Villen hier. Ja. Das sind im Prinzip alles Objekte, die er oder die Sie hier vermieten. Mhm. Und hier ist auch die Villa von unseren Zuschauern. Zeig mal. Da hätten die hingewollt. Ach, was ein Traum. 845 Euro die Nacht. 845 Euro, das ist sogar ein bisschen preiswerter als das, was unsere Pfleger bezahlt hätten aus der Oberpfalz. Aber die, noch mal, die bieten es jetzt immer noch an? Ja. Wie kannst du reservieren oder was? Man kann eine Buchungsabfrage stellen und ja, wenn du willst, natürlich. Einfach mal eine Buchung, also einfach mal für nächste Woche. Für nächste Woche, für 3-4 Tage, komm, mach mal, versuch mal. Mhm. Da fallen vielleicht immer noch Leute rein und werden betrogen. Das ist ja unfassbar. Und mit der betrügerischen Webseite wird weiter Geld verdient. Auch unsere Anfrage beantwortet der angebliche Vermieter sofort. 3 Tage bietet er uns für 2.535 Euro. Telefonnummer gibt's auch. Mhm. Haben wir da mal angerufen? Ja. Und? Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ja, trotzdem, die Adresse solltest du auf jeden Fall überprüfen. Nochmal, kann es ernsthaft sein, dass diese ganzen Villen von denen vermietet werden? Hast du dir die Bilder mal angesehen? Bilder habe ich mir auch angeschaut. Und ich habe mal eine Bildersuche gestartet mit den Häusern, die hier verfügbar sind. Und du wirst es kaum glauben, ich habe fast alle Häuser gefunden. Wo denn? Bei Immobilienmaklern. Leonie hat die Villen wirklich gefunden. Mit denselben Bildern, mit denen die Betrüger sie als Ferienimmobilien vermarkten, bietet ein Makler die Häuser zum Kauf an. Wer verkauft die denn? Kann ich dir zeigen. Ah, da habe ich jetzt gleich mein erstes, okay. Und zwar ist es... Der hier. Stimmt, die, ist der denn erreichbar gewesen? Ja, den habe ich erreicht und der wäre auch bereit, sich mit dir zu treffen. Okay, dann treffe ich den jetzt und du schaust dir mal die Adresse an, die da auf der Webseite noch zu finden ist. Ja? Je nachdem, ein Office oder eben auch nichts. Und ich treffe den Makler, dessen Luxusvillen jemand anders klaut offensichtlich, um sie bei sich auf der Seite zu vermieten und dafür Geld zu kassieren. Das ist Betrug, ja, mit seinen Villen. Okay. Jetzt geht's los hier auf Malle. Ich mache mich auf den Weg nach Santa Ponsa im Westen Mallorcas. Circa 20 Autominuten von Palma entfernt liegt das Ferienhaus meiner Zuschauer. Das wohl gar keines ist. Das ist eine schicke Gegend, fernab von irgendwelchen Hotelburgen. So kann Mallorca eben aussehen und das kann man sich leisten, wenn man es schlau bucht. Das haben die ja auch versucht. So, allerdings handelt sich da bei der Villa offensichtlich um ein Verkaufsobjekt. Mal schauen, was der Makler zu sagen hat. Vor dem Ferientraum treffe ich den Immobilienmakler Sebastian Heiland. Er bietet diese Villa an, zum Kauf. Hallo, hallo, schön. Sie haben jetzt noch gut lachen, weil das, was hier hinter dem Zaun liegt, das verkaufen Sie in Wirklichkeit. Genau, richtig. Lassen Sie uns bitte mal in Schatten treten und noch mal abgleichen, ob wir über dasselbe sprechen. Also hinter diesen Mauern liegt dieser Pool. Das ist korrekt. Wo stehen wir jetzt hier ungefähr? Können Sie mir das beschreiben? Hier hinter der Einfahrt. Da stehen wir jetzt gerade. Die wir genau hier sehen, stehen wir genau. Und das Grundstück ist im Prinzip hier hinter. Genau. Sieht aber auch wirklich, ich gehe mal mit Ihnen durch, genau so aus. 1:1. So. Schick. Schön. Ja. Genau diese Fotos haben meinen Zuschauern, den Pflegern aus der Oberpfalz, Lust auf Urlaub gemacht. Endlich mal ausspannen. Nach der Pandemie. Aber diese Villa werden Sie niemals von innen sehen. Weil Sie verkaufen das. Richtig. Für 5,8 Millionen. Für bitte? 5,8 Millionen. Puh. Die Fotos, die kennen Sie aber. Die Fotos kennen wir. Die sind geklaut. Die sind geklaut. Okay, jetzt gehen wir mal bitte zu den anderen Angeboten. Kennen Sie denn vielleicht? Das Haus zum Beispiel ist auch hier um die Ecke in Santa Ponsa, ebenfalls im Verkauf. Was noch? Dieses Haus ist im Verkauf. Dieses auch hier? Dieses Haus. Auch in Santa Ponsa? Dieses Haus in Calavinas für 12 Millionen im Verkauf. Kostet 890 die Nacht angeblich. Da sind schon einige dabei. Während unserer Dreharbeiten kommt auch der Eigentümer der Villa nach Hause. Er möchte ungern vor die Kamera und auch sein Haus möchte er uns nicht zeigen. Hat allerdings bereits selbst rechtliche Schritte eingeleitet. Ist natürlich auch klar, dass die Menschen nicht gerne diese Villen zeigen, obwohl man sie ja eigentlich im Netz, ich sag mal, ganz groß zeigen muss als Makler. Ja, oder? Muss man. Man muss die Villen zeigen. Also ganz klar, ohne Bilder lässt sich so ein Haus schwer verkaufen. Man muss ja irgendwie so das Visuelle darstellen. Mhm. Bilder sind dafür essentiell. Sind die Besitzer auch sauer,
Ich meine, wir wollten da jetzt nicht stören, aber das muss doch auch für die unangenehm sein. Ja, also ich meine, am Ende klingeln hier Leute, ja, und sagen, ja, hallo, klar, hallo. Und wollen ihr Geld haben oder sowas, ja. Nee, also die Besitzer haben da ja auch schon Anzeige erstattet, ja, und sind da selber auch hinterher und haben jetzt auch wieder andere Objekte von sich online gefunden. Genau bei dieser Seite wohl. Ja, dann würde mich natürlich noch eins interessieren, ja, die Fotos. Wer macht denn die Fotos für Sie? Ich habe einen Fotografen, mit dem ich zusammenarbeite, das ist ein freier Fotograf. Gehören die Bilder Ihnen als Makler oder hier den Besitzern, die gemacht werden? In dem Fall dann gehört es dem Fotografen tatsächlich. Könnten wir diesen Fotografen mal kennenlernen? Ich will ihm nichts unterstellen, dass er die Bilder an andere verteilt. Ich meine, einer muss ja irgendwo die woher kopieren. Und er hat die Rechte an den Bildern. Er hat die Rechte an den Bildern. Das heißt, er ist auch Opfer. Richtig. Nicht nur hier der Herr, irgendwie mittelbar, verdient auch kein Geld. Mhm. Sie, weil Ihnen die Fotos geklaut werden, ja, und der Fotograf, der eigentlich dafür bezahlt werden müsste. Und nicht zuletzt unsere Oberpfälzer Pfleger, die 3.000 Euro für dieses Ding hier bezahlt haben, wo sie natürlich nicht reinkommen können, weil es gehört dem Herrn und er will es eben nicht vermieten. Sie haben noch eine Stunde Zeit? Ich habe auch Zeit. Dann komm, da haben wir noch was vor. Sebastian Heiland verkauft hauptsächlich Luxusimmobilien auf Mallorca. Zwei Straßen vom vermeintlichen Traumferienhaus des Pflegeteams entfernt, zeigt mir der Makler ein vergleichbares Objekt. Hier sind wir mit einem weiteren Herrn verabredet, der auf andere Art ebenfalls zum Geschädigten der Betrugsmasche wurde. Das ist also mal von innen gesehen die Art der Villa, die hier manchmal sogar echt auch vermietet wird, ne? Das ist korrekt, Herr. Das ist ja irre. Schaltet es mal an hier draußen. Urlauben wie die Promis. Das ist auf Mallorca tatsächlich möglich, wenn man nicht gerade in eine Betrugsfalle tappt. Wenn ich hier in der Gegend von Santa Ponsa so etwas miete, das gibt's. Das, ja, gibt's. Um klar zu sein. Kostet das ungefähr 800 bis 1000 Euro die Nacht? Wir gehen ein bisschen drüber. Jetzt in der Hochsaison kann man schon mit 1.500 bis 2.000 pro Nacht rechnen. Ah, da wird es ein bisschen schwierig, aber ist bei 1.500 Euro, bei, sag mal, drei Familien, tut es ein bisschen weh. Aber wenn man es vergleicht mit einem Urlaub in der Anlage, ist das gar nicht unerschwinglich. Was wird denn geboten so im Eigenwerb? Wovon kann ich ausgehen? Pool ist klar. Pool ist klar. Aha. Schlafzimmer, vier Stück, meistens jeweils mit Badezimmer und Suite, also, aha, eigenem Badezimmer. Da sind die drei bis vier Familien, alles, genau, klar. Richtig, alle zusammen. Ansonsten Fußbodenheizung, Klimaanlage natürlich. Circa 10.000 Ferienhäuser und Wohnungen kann man auf Mallorca anmieten. Große Fincas und Luxusvillen gibt es in der Hauptsaison sogar schon ab 700 Euro pro Nacht, je nach Größe und Ausstattung. Genau diese Objekte setzt Dareth Evans in Szene. Er ist ein renommierter Immobilienfotograf auf der Insel. Wir zeigen ihm die Betrüger-Webseite. Erkennt er seine eigenen Bilder wieder?